Und übrigens, hier ist eine der meiner Meinung nach schönsten Musikstücke im gesamten Spiel. Also eine kleine Entschädigung dafür, dass wir uns mit einem Schiebepuzzle abgeben müssen. Eins noch so. Wunderbar. Dann können wir die Kiste jetzt auch schon mal auf das Kreuz schieben. Dann haben wir die hintere Reihe komplett und müssen uns nur noch um die vordere kümmern. Und die dürfte auch kein Problem sein. Denn ich schiebe jetzt einfach die Kiste hier auf das Kreuz rüber. Dann kann ich nämlich die letzte Kiste einfach hier bis an die Wand schieben und dann darüber. Und dann habe ich das Rätsel schon gelöst. Und alle sind glücklich. Oder zumindest ich und der Deko sind glücklich, denn der Deko hat die Kisten endlich an Platz und Stelle und wir kriegen ein Ticket und können Zoe hoffentlich hinterher, wenn wir denn auf die richtige Insel reisen, ne? Das ist natürlich die Frage. Aber damit beschäftigen wir uns jetzt noch nicht, ob wir Zoe, also naja, vielleicht sollte man schon damit beschäftigen, ob wir Zoe finden oder nicht, aber wir handeln lieber danach, was so passiert dann gerade. Und vielleicht finden wir, je nachdem, auf welche Insel wir kommen, doch noch irgendwelche Hinweise darauf, wo sich Zoe befindet. Abwarten, abwarten. Aber jetzt gehen wir erstmal nach draußen und holen uns unser Ticket ab. Hallo, möchtest du uns jetzt das Ticket geben? Ja, natürlich, was erwartest du? Dankeschön. Juhu. Nein. Ja, das weiß ich, dass du sie nicht gesehen hast. Gut. Unser Inventar füllt sich langsam. Wir haben eine Holomap, einen magischen Ball, die Tunika, den Personalausweis, den Sirup, die Fahrkarte und Kleeblätter. Ja, ich könnte jetzt auch noch. Man kann auch noch zu den ganzen Sachen hier sich was durchlesen, aber das ist eher langweilig jetzt. Deswegen lasse ich das mal. Und ich gehe nochmal eben zurück hier rein. Denn ich kann die Kisten zerschlagen. Und das wollte ich nicht machen, solange. Aua. Solange ich den Fahrschein noch nicht habe, denn wenn ich das mache, nachdem ich das Rätsel gelöst habe, aber bevor ich mir den Fahrschein abgeholt habe, muss ich das ganze Rätsel nochmal machen und da habe ich echt keine Lust drauf. Weil ich meine, so schön die Musik ist, das Rätsel ist eben nicht so besonders spektakulär, ne? Deswegen einfach mal hier noch ein bisschen abgestaubt. Der Deko kann sich nicht beschweren, er hat sich uns schon das Ticket gegeben. Und dann gehen wir mal zur Fähre, ne? Weil, hast du jetzt was zu meckern, dass wir die Kisten zerstört haben? Nö. Na gut. Dann Aufi mit Gebrüll. Moment, komme ich da überhaupt wieder zurück? Nö. Doch. Cool, er schließt die Tür auf. Nicht schlecht. Okay, so, solche Details gefallen mir in Spielen. Vor allem solche alte Spiele hier. Ich meine, 1994. Wenn man mal bedenkt, das war auch zur gleichen Zeit, in der das erste The Elder Scrolls rausgekommen ist. Und wenn man mal die Grafik vergleicht, so. Und ja, echtes Kreuzfahrtwetter, ne? Grauer Himmel, meterhohe Wellen. Am Heck des Schiffs steht schon Ark 1. Das macht viel und Trinzen ist auch ziemlich schlecht. Und da steht Adeline Forever am Bordrand. Tja, Adeline ist die Firma, die hier das Spiel gemacht hat. Little Big Adventure oder zumindest heißt es bei uns Little Big Adventure. In Amerika heißt es Relentless Twinsons Adventure. Obwohl, ich weiß nicht, ob das Twinsons Adventure noch dazu gehört. Auf jeden Fall Relentless, was übersetzt so viel heißt wie erbarmungslos. Und ja, die Firma existiert leider nicht mehr. Sie hat auch so Spiele gemacht wie Time Commando, das vielleicht dem einen oder anderen was sagt. Und Alone in the Dark, das erste. Das stammt auch von denen. Und eben hier Little Big Adventure 1 und 2. Ja, will keinen Fahrschein, danke. Da unten ist nur ein Soldat. Wenn ich in die Richtung weitergehe, dann will ich nicht hin. Und deshalb gehe ich hier weiter. Ja, das Spiel, wie gesagt, 1994 rausgekommen. Es sollte ursprünglich für das Super Nintendo erscheinen, aber ich weiß nicht, warum es nicht für Super Nintendo erschienen ist. Ich denke mal, das hätte dann eine ähnliche Grafik gehabt wie das Super Mario RPG. Auf jeden Fall haben sie sich dann entschieden, es doch für DOS rauszubringen und wahrscheinlich vielleicht, weil sie einfach hier 3D-Grafiken benutzen wollten. Nehme ich mal an. Und es ist dann 2, 3 Jahre später, ich glaube 1996, ich bin mir aber nicht sicher, noch für die PlayStation erschienen und wurde das noch geportet. Und ja. Ja, mehr weiß ich dazu jetzt auch nicht. Damit müsst ihr euch zufrieden geben. Und wenn ihr euch nicht damit zufrieden geben wollt, dann konsultiert die Suchmaschine eurer Wahl. Im Herzen kann ich gut. Wow, 5 Herzen! Sehr schön. Und jetzt sieht man mal, 5 Herzen heilen so wenig und ich soll 10 Caches für 10 Herzen ausgeben. Ja, Prost Mahlzeit. Das lasse ich lieber so. Hier, den Soldaten, also den gelben Grobo-Klon da, also Deko-Klon zu Deutsch, hätte ich eigentlich nicht umbringen müssen, denn der erkennt nicht, dass wir hier so böse sind. Also böse im Sinne des Spiels.
oder im Sinne der Herrschaft. Der Soldat hätte das nur gemerkt, wenn wir wirklich nah an ihn rangegangen wären, aber dieser Roboter hier, der Hasi-Roboter, der hätte das gemerkt. Und damit ich mich nicht mit den anderen dabei rumschlagen muss, wenn der Hasi-Roboter hier mich angreift, schleiche ich einfach hier hoch, also töte erst die anderen und schleiche ich mich hier hoch und kann ihn bequem von hier oben mit meinem magischen Ball im vorsichtigen Modus eliminieren. Paar Mal draufgehauen, fertig. Und schon kann ich weiter. Wow, das wäre knapp. War knapp. Ich wäre fast wieder dagegen gelaufen, hätte Schaden genommen. Das Herz möchte ich haben, dann untersuche ich da die Fässer noch. Ja, komm her. So, drei Herzen. Na, immerhin. Besser als gar nichts. Ich muss aber aufpassen, ich möchte nicht hier gegen rennen und dann wieder meine ganzen Herzen verlieren. Deswegen gehe ich mal ein bisschen langsamer und untersuche jetzt hier noch die Fässer. Geld. Ja, Geld nehme ich auch gerne. 43 wieder, okay, wir haben wieder einen kleinen Puffer. Ein Herz, auch gut. Hier lang könnte ich übrigens auch gehen. Allerdings bringt mir das nicht so viel, weil einmal sind da Soldaten und Barrikaden. Also die marschieren da so lang. Und zum anderen geht's in diese Richtung eigentlich nur zum Gefängnis auf dieser Insel. Genau, auf der Hauptinsel sind wir im Übrigen. Und das geht, da geht's zum Gefängnis. Das heißt, da werde ich eigentlich nur hingehen, falls ich hier irgendwie von einem Super-Grobo getroffen werde oder sonst irgendwie es schaffe, ins Gefängnis geworfen zu werden. Weil, wozu soll ich da hin? Ich meine, da gibt's eine lustige Szene, wenn man ausbricht, aber ja, vielleicht zeige ich die euch später. Jetzt noch nicht, weil ich werde noch ein paar Mal auf die Hauptinsel kommen. Und ansonsten geht's dann nur hoch zum Ticketschalter, wo ich dann noch Tickets für die Fähre kaufen kann. Und der lohnt sich auch nicht wirklich. Vor allem, weil der uns ziemlich viel für das Ticket berappen will. Weil er eben so ein Suchbild von uns, also so ein Fahndungsposter in seinem Büro hat. Und ich könnte ja eigentlich hier durch, also wenn ich hier weitergehen würde, wenn hier die Kisten nicht wären, würde ich zu dem... Moment, kann ich hier vielleicht rüber... Aua, rüberspringen? Wenn ich auf die Kiste da... Nein, ich kann ja gar nicht hoch. Schade, weil ich habe überlegt, ob ich dann da nicht über die Kiste springen kann. Und irgendwie darüber, aber egal. Dann lassen wir das eben. Also der hat ein Fahndungsplakat von uns in seinem Büro hängen, deswegen müssen wir doppelt so viel für das... Oder extra nochmal auf das Ticket draufzahlen. Und das ist na, ein bisschen blöd. Deswegen lassen wir das mal. So. Hier haben wir das Hauptquartier von Dr. Funfrock. Hauptquartier des Dr. Funfrock. Zugang streng verboten. Da werde ich jetzt auch noch nicht reingehen, denn ich bin ein gesuchter Verbrecher. Und das ist ziemlich stark bewacht. Man sieht hier auch überall Maschenratzer und da ist ein Maschinengewehr-Lager-Schützen-Ding-Vieh. Und ich werde nun mal hier... Oh, Moment, da ist ein Soldat. Den habe ich übersehen. Den möchte ich mal eben... Ich habe keine Magie mehr. Jetzt kann man auch mal sehen, wenn ich den Ball werfe. Beim ersten Treffer kommt er zu mir zurück. Das heißt, das wird jetzt auch eine kleine Herausforderung. Der kann durch den Maschenradzaun durchschießen. Aua, aua, aua. Aua, ich bin gleich tot. Na gut, dann... Da ist jemand, mit dem ich reden will. Dann mache ich das später. Lass ich das erstmal gehen. Moment, ich kann hier durch. Da unten würde ich auch da rauskommen, wo es Richtung Gefängnis geht. Aber pff, wie man auch gesehen hat, da waren Soldaten. Das lohnt sich gerade nicht wirklich. Gehen wir erstmal hier hin. Hallo, Leute. Toll, sie rennen weg von mir. Wunderschöne Begrüßung, echt. Naja, gucken wir mal. Hier haben wir noch ein Plakat. Was steht denn da drauf? Ich sagte, was steht denn da drauf? Nummer 358G. Ein Häftling namens Twinton ist aus der Zitadelle entflohen. Jeder, der ihn sieht, soll es dem nächsten Klonen melden. Ja, wie man sehen kann, die Nachricht meines Ausbruchs hat schon die Runde gemacht. Und ich nehme mal an, deswegen wurde auch Zoe entführt, weil scheinbar scheint Dr. Funfrock uns nicht so wirklich zu mögen. Ich meine, der Deko-Klon hat ja schon... nicht der Deko-Klon. Der Deko in der Bar hat ja auch schon gesagt, dass das seltsam ist, dass sie nicht in die Zitadelle gesteckt wurde, sondern woanders hin mitgenommen. Also mal gucken, was uns da noch erwartet. Oh, hallo. Was willst du denn? Ich möchte erst mit dir reden. Das ist übrigens ein Pummel. Ich suche eine Freundin. Sie wird von zwei Deko-Klonen eskortiert. Ein Pummel, die vierte Rasse auf Twinson. Das sind einfach Bälle mit Arm und Beinen dran. Man spricht ja nicht mit irgendjemandem. Beweise uns, dass du nicht im Dienst des Funfrock stehst. Ich weiß nicht, schlag einen Klon nieder. Ja, das können wir machen. Und ich habe gelesen, also zumindest steht das auf der offiziellen Seite von Little Big Adventure 2, dass die Pummel Bio-Androiden sind und dass sie sich schon seit einiger Zeit nicht mehr fortpflanzen können. Und deswegen vom Aussterben bedroht sind. Im Spiel wird das leider nie erwähnt, deswegen kann ich dazu nicht viel mehr sagen. Aber es scheint halt einfach so zu sein.
Und hier war noch eine Frau. Hallo. Nein, ich wollte mit ihr reden. Moment, wenn ich nochmal rausgehe. Ich wollte mit ihr reden, während sie in der Tür steht. Okay, da sind die Hasis wieder. Gut, gut, gut. Da oben war ein Panzer. Und da ist wieder so ein blöder Vertreter. Aber mit dem rede ich jetzt noch nicht. Da ist sie wieder. Hallo. Guten Tag. So. Ich suche eine Freundin. Sie wird von zwei Vico-Klonen eskortiert. Man schenkt dir nicht leicht sein Vertrauen. Beweise uns, dass du nicht im Dienst von Funfrock stehst. Schlag einen Klon nieder. Ja gut, wie man sehen kann, die Leute hier wollen noch nicht mit mir reden, weil sie halt einfach Angst vor Dr. Funfrock haben. Was auch überhaupt nicht für seine Diktatur spricht oder für seinen Herrscherstil, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Ausdrücken. Und ja, um ihr Vertrauen zu gewinnen, knüppeln wir einfach mal hier diesen Klon nieder. Oder, naja, es ist ja eigentlich ein Roboter. Und da oben links ist übrigens der Vertreter, der Föhne verkaufen möchte. Aber niemand möchte diese Föhne kaufen. 3 Caches, geil. So, du hast gesehen, dass ich einen Klon niedergeknüppelt habe. Möchtest du jetzt mit mir reden? Bleib stehen! Bleib stehen! So. Ich suche eine Freundin. Sie wird von 2 Vico-Klonen eskortiert. Nicht gesehen. Aber falls du Probleme hast, solltest du zum Astronomen gehen. Dessen Haus steht unter Bewachung ganz oben in der Altstadt. Ja gut, ein Hinweis, immerhin. Der Astronom könnte uns eventuell weiterhelfen. Gehen wir nochmal hier bei der Frau rein. Hallo. Guten Tag. Ich suche eine Freundin. Sie wird von 2 Vico-Klonen eskortiert. Nicht gesehen. Doch nicht mit dir wollte ich reden. Ich wollte mit der Frau reden. Guten Tag. Kommen Sie herein. So. Okay, dann komme ich einfach mal rein. Guten Tag. Ja. Ich habe sie nicht gesehen, aber... So, einmal tief einatmen und jetzt kommt sehr viel Gebrabbel. Ich muss Ihnen etwas sagen. Es ist schrecklich. Meine beste Freundin Beatrice ist in Steven verliebt. Nun, der Paul, Stevens Halbbruder, hat Cindy verlassen, als Linda nach ihrem Schlittenunfall aus der Klinik kam. Aber nicht wegen Linda, sondern wegen Tatjana. Bloß. Serge, der heimlich Steven bewundert, versucht seit Monaten Tatjana zu erobern, die sich weigert, mit Christi zu sprechen, seitdem diese tot ist. Währenddessen hat Stephanie, die er geheiratet hat, diesmal mit Serge, den von Paulina hinterlassenen Brief gefunden, in dem sie erklärt, wo sich das von Roy vergessene Kleeblattkästchen befindet. Jetzt fragt sich natürlich Beatrice, ob Linda über den Unfall Bescheid weiß. Folgen Sie mir? Tinsens Antwort drückt es ziemlich gut aus. Nein. Überhaupt nicht. Naja, auf jeden Fall, das Ganze weist auf ein Kleeblattkästchen hin und das möchte ich gerne haben. Zu Beatrice und sagen Sie ihr, dass Julia sie schickt. Sie wird Ihnen das besser als ich erklären. Sie wohnt am Rande der Altstadt in einem Haus am Meer in der Klumpfußstraße. Ja, da werden wir später noch hingehen, aber momentan bringt das noch nichts, dahin zu gehen. Denn wir haben noch ein Item nicht, das wir brauchen, um an dieses Kleeblattkästchen ranzukommen. Und ja, das werden... Doch. Schnüffel in meinen Nüffel rumduckeln. Cool. Also, wie gesagt, solche Details liebe ich. Wenn etwas vollkommen Unerwartetes in einem Spiel passiert oder halt die Welt wirklich so lebendig ist. Also, deswegen mag ich Little Big Adventure, weil da wirklich auf solche Details geachtet wird. Mal sehen, hier ist noch ein riesen Fernseher und wenn wir auf diesen Fernseher benutzen... Nein. Nein. Gut, sie steht gerade zu nah. Auf jeden Fall, mit diesem Fernseher können wir sämtliche Zwischensequenzen nochmal ansehen, die wir im Spiel gesehen haben. Lassen Sie das sein. Hier ist noch alles voll Asche. Ah, es ist schön. Ich wollte nur mal gucken, ob hier noch ein Geheimgang ist. Na gut. Ah, ich liebe dieses Spiel wirklich. Gut, aber wollen wir mal wieder ernst werden? Denn das Spiel hat ja auch ein ziemlich ernstes Thema eigentlich, obwohl dann solche Momente da auch sind. Aber vor allem, also auf den jetzigen Inseln... Hallo? Kannst du nicht mal die Treppe hochlaufen, ohne dich zu verletzen? Also auf den jetzigen Inseln merkt man zwar nur so ein bisschen was von wegen überall Barrikaden und Sperren und Soldaten, dass es halt schon ein relativ ernstes Spiel ist. Aber das ist noch nicht so krass wie auf späteren Inseln. Aber da will ich dir jetzt noch nicht so viel verraten. Lasst euch überraschen, zu diesen Inseln bin ich übrigens auch in meinem alten Let's Play noch nicht gekommen, für all diejenigen, die das geguckt haben. Und als ich das erste Mal Little Big Adventure gespielt habe, habe ich mir da schon so gedacht, ja, okay, alles klar. Ja, gut, aber das werdet ihr dann wie gesagt sehen. Und ich mache jetzt hier mal einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao.